Er hat gerade die Akte von New York bearbeitet und mit Lamberts Zugriffscode Kommentare eingefügt, nach denen Fischer mehrere Nationalgardisten während der Aufstände getötet haben soll. Willkommen zurück, Mr. Fischer. Nach dem Tod von Sams Tochter scheint der smarte Agent auf die Seite der Terroristen gewechselt zu sein. Doch was hat ihn dazu bewogen, gemeinsame Sache mit den Gegenspielern von Third Echelon zu machen? Splinter Cell Essentials liefert die Antwort. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Das Spiel versteht sich als Best-of der bisherigen Teile. Sie infiltrieren Schauplätze, die sie bereits aus den PS2-Spielen kennen, verschanzen sich hinter Kisten, schalten Widersacher aus und dies alles möglichst lautlos. Jedoch ist Essentials mehr als nur billiges Level-Recycling. Die Missionsziele sind größtenteils neu. So erleben sie einen Großteil der Levels aus einem frischen Blickwinkel. Die Umsetzung kann sich durchaus sehen lassen. Vor allem die Animationen und die deutsche Sprachausgabe hinterlassen einen guten Eindruck. Allerdings sind die Levels überwiegend zu dunkel geraten, so ist der Einsatz des Nachtsichtgeräts nahezu die ganze Zeit unverzichtbar. Auch die Steuerung ist nicht ideal, da das Button-Layout der PSP einfach überladen ist.